Hallo Leute, wir sind wieder da. Einen wunderschönen Mitte der Woche Mittwoch. Eigentlich ist ja erst Donnerstag die Mitte der Woche, aber egal. Neuer Erfolg, Heimstätter, 250.000. Nein, Chris, nein. Einfach nein. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethyst vorbeibringst. Es ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Clint. Moment. Ich soll es geheim halten, aber ich soll ihr sagen, dass er von dir kommt. Bitte was? Yo, ich habe hier einen Stein für dich. Ich darf dir nicht verraten, von wem er ist, aber kleiner Tipp, er ist von Clint. So ungefähr? Hört sich ziemlich gut an. Gut. Wir haben übrigens schon 9000 Wert an Diamanten. 11.000 bisschen was, wenn ich umgeskillt habe dann am Ende. Ja, holst du die Schatztruhe jetzt noch? Mache ich. Und die Crabpots? Mache ich. Ich gehe erst zu den Crabpots, dann gehe ich Amethyst einen Emily bringen. Und dann. Echt, ich hätte gedacht, dass ihr Lieblingsstein ein Azurblauer Dingsda-Vieh ist. Vergessen, wie er heißt. Wie heißen die blauen Viecher? Aquamarine. Saphir? Aquamarine. Saphir ist nichts anderes als ein blauer Diamant. Na, es ist blau. Ja, ich meine kein Diamanten. Dum -dum 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 -dum. Wer, der stellt sich jetzt vor meinen Crabpot? Ha. Wer? Ich habe rechtzeitig den Crabpot geleert, bevor sich Willy da vorgestellt hat mit seiner Angel. Ja, ich habe Willy schon irgendwo auf das Bild irgendwie drei oder viermal Müll ins Gesicht gedrückt, deswegen, weil er da auf einmal stand. Ja, Fand ich da deswegen, nicht so immer geil. wenn ich Crabpots ausleere, habe ich Dings hier dabei. Habe ich generell, wenn ich irgendwas leere, habe ich immer. Ich hau dir alles hier in die Kiste, kannst du mitnehmen. Okay, ja. Dann habe ich immer Dings dabei, einen Werkzeug in der Hand. Emily, wo bist du denn? Ich will dich doch nur Lapis, besuchen. alte Sau! Chris hat Lapis Lazuli gefragt, ob das das ist. Nein, kein Lapis Lazuli. Nicht Lapis, die alte Sau. Du bist nicht gut genug mit Emily befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Na Mensch, Fox, du kannst doch nicht einfach von einer Frau das Schlafzimmer betreten, einfach so. Verstehe ich jetzt nicht. Darf man das gar nicht? Naja, es ist, glaube ich, in Stardew Valley gerade nicht so. Das hätte mir eher jemand sagen müssen. Warum sind deren Fernseher eigentlich so klein, weil mein Fernseher so riesig ist? Im Vergleich zu dem Bett und dem Schreibtisch und den Pflanzen und sowas alles. Und der Schere, die dort auf dem Tisch liegt. Wie lange könnt ihr diese Situation handeln, dass ich hier stehe und warte? Und Das ist warte überhaupt nicht creepy. und warte und warte und warte und warte und warte. Was haben wir noch? Fangen ein Tintenfisch, der mysteriöse Key, der Schlüssel. Pam ist durstig. Bürgermeister Shorts. Oh ja, wir sollten uns mal mit Marnie anfreunden. Und warte und warte. Das ist überhaupt nicht gruselig. Na, wenn das nicht gruselig ist, ist ja in Ordnung. Emily, du bist kacke. Du stehst die ganze Zeit nur da rum und atmest. Mehr nicht. Witzig ist, wenn Emily lacht, dann hält sie sich die Brüste mit beiden Händen und bewegt nur die Schultern hoch und runter. Hey, so lache ich auch immer. Ah, jetzt. Es ist 12, Madame kommt endlich mal aus ihrem Zimmer. Friss. Oh, mein Lieblingsstein, du bist so süß. Hä, der ist von wem? Oh, du hast ihn bei Clint geholt. Naja, egal woher er ist. Er ist wunderschön. Danke dir. Knutsch. Ich finde es schön, dadurch, dass die Zeit ja hier weiterläuft, rennen sie dann, wenn man sie ins Gespräch verwickelt, danach, wenn sie die Zeit schon rum ist.
Was wollte ich heute eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Ah, das Dings holen, okay. Kupferbarren, nö, niemals. Niemals. Eins. Brauch noch 8 Kupfer. Also wenn du noch 8 Kupfer besorgen könntest oder craften könntest. Kann ich machen. Mache ich nachher. Ich hole mir erstmal die Schatztruhe. Bim, 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 bim. Meine Bäume fangen langsam an zu wachsen, aber jetzt im Winter werden sie nicht weiter wachsen. Schatztruhe. Also Schatzkiste heißt es, aber egal. Ja, ich sollte mir vielleicht noch mal ein paar mehr Bäume hier pflanzen bei Gelegenheit. Hey, hey Linus. Hi, mein alter Freund, der schimmernde Felsen, ist weitergezogen. Das ist zwar an sich nichts Bedeutendes, aber für mich ist es ein großer Einschnitt. Aber ich bin froh, dass der alte Fels jetzt etwas mehr von der Welt kennenlernt. What? Wow, diese Nachricht habe ich noch nie getriggert. Die ist auch nur dezent verstörend. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Das ist so wie die. Na, wie heißt's? Die Pfadfinder sind meilenweit auf diesen Dingern geritten, ne? Das ist nicht nur ein Stein, das ist ein Felsen. Düm, 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 düm. Ganter, 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 Es ist ganter, so spannend, was ich ganter. hier mache. Ich glaube, ich gehe morgen mal zum Schmied. Alter, seht ihr das auch? Das hat so einen richtigen rötlichen Rotstich da. Was ist da los? Da so. Da so. Ist das noch auf meinem Bildschirm so? Da? Nee, das ist Wo? nicht auf meinem Bildschirm. Da. Da oben bei den, bei den Öfen gerade. Ach so, ja, keine Ahnung. Ach, wir haben ja noch kein Fass. Stimmt. Haben wir nicht? Nein, wir haben nur das Einmachgefäß. Ich bin aufgeladen, sagt meine Uhr gerade, meine Smartwatch. Nicht das. Das kommt da rein, das kommt da rein und das kommt da rein. Und das kommt da rein. Du wolltest noch ein wenig. Ich brauche 8 Kupferbahnen. Wenn es 8 nur sind. Wir haben so viel Goldbarren. Das Gute ist, dass ich die gleichmäßig zurückmachen kann, hin und her. So. So, ich hab dir mal 60 gemacht, ne? Ich kann gern auch für 60 Kupferbahnen Crabpots bauen. Nein, du, es hat mich 10 Gold gekostet, 10 Goldbarren gekostet, also von daher. Wir haben noch Das sehr viel sind Golderz übrig. 30 Crabpots. Wir haben jetzt 27. Ja, ich Wir hau gleich noch mal ein paar Goldbarren rein. Ich habe schon wieder würden 6. quasi die Crabpot-Anzahl verdoppeln. Das ist doch gut. Ja, die Sache ist halt, du musst halt immer so weit laufen dann, weil es nicht so schöne gerade Strecken immer gibt. Das stimmt. Na, du musst ja nicht alles. Wir können die auch noch für andere Sachen verwenden. Ich brauche nur höheres Mining-Level, damit ich endlich Iridium-Barren craften kann. Weil 4 Goldbarren müssten dann einen Iridium-Barren ergeben und wir haben relativ viele Goldbarren.
Heb dir mal sämtliches Kupfererz auf, was du findest, damit wir mehr Öfen machen können. Ich schmeiß es sowieso in die Truhe rein. Wenn wir jetzt nur Kupferdinger sowieso haben, dann passt das schon. Ja, ich kann Kupferdinger machen. Das kann wir das weg. Weißt du was, wir haben so viel Zeit. Wir haben so viel Zeit. Ich gehe nochmal Hartholz holen, weil Hartholz brauchen wir später ganz viel. Guck mal bitte in unsere Rohstoffkiste, wie viel Hartholz wir eigentlich schon haben. 276. Das ging schneller, als ich erwartet habe. Ich habe gerade Holz rausgenommen, weil ich Crabpots machen wollte. Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass du so schnell da reinkommst. Du kannst übrigens in der Stadt ist ziemlich lang gerades Flusslauf-Dings. Ich habe gerade 30 Crabpots gebaut. Die stacken doch gar nicht, oder? Doch. Okay. Sonst wäre mein Inventar übervoll. Dezent. Jetzt raste ich richtig aus mit den Crabpots hier. Und so viel brauchen wir eigentlich gar nicht, weil. Ja, du, wir können uns dann unseren Quality-Dünger einfach selber machen. Ja, dafür reichen aber die 20, die wir haben, auch locker aus. Das denkst du. Wir werden bald pro Saison 400, 500, 600 mindestens Quality-Dünger brauchen. Also Nice, so. ich kann die auf Brücken platzieren. Auf Brücken? Naja, da sind halt, wenn gerade Brücken sind, kann ich die da platzieren. Ach, du meinst neben den Brücken. So, ich habe alle ausgebracht. Schauen wir mal ganz schnell. So viel Zeit haben wir noch. Ah, da bist du. Auf der Insel sind die letzten, weiter unten kommen keine mehr. Aber hier Ja. hinten habe ich noch bis zum Rand gebaut. Weiter geht's nicht. Läuft bei dir. So, ich habe eine geheime Notiz. Oh, ob man die verschenken kann? Warte mal. Ja, ich könnte. Ich will sie selber Glaube, du lesen. willst. Ja, das ist die Notiz. Und das ist die Notiz. Okay. Was finde ich denn da hinten? Auch nochmal eine Schatztruhe? Finde ich keine Schatztruhe. Okay, morgen finden wir neue Sachen raus. Also heute noch. Gleich, Leute. Leute, heute, am 13. ist das nächste Event. Bartrag, wie sieht's bei dir am Mittwoch aus? Diesen Mittwoch. Also theoretisch für die Leute, die das jetzt sehen, heute. Da habe ich einen Besuch von der guten Suki. Also, wenn das bei ihr ganz gut passt, dann können wir mit Live-Besuch noch aufnehmen. Das wäre ziemlich cool. Muss ich mit ihr aber mal reden. Vielleicht hat sie noch andere Sachen vor. Weil, naja, aber sie bleibt ja eine Weile bei dir und das Problem ist, Naja, dass ja, ich sowas heute halt. gar nicht so viel aufnehme. Bis Donnerstag nur? Ja. Oh, Moment, Pierre. Wieso kriege ich jetzt ein Hallihallo. Cutscene? Dein erstes Jahr im Sternentautal ist schon fast vorbei, Wenn du weiter bei mir deinen Sack kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war dann Schließt die alles. Augen. Schönen Tag noch. Oh, weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Pierres Saatgut ist von der besten Qualität, die du hier finden wirst. Das verspreche ich dir. Wenn es dann dafür die von der Quali von dem anderen wirklich zu Ernteausfall führen würde, das wäre witzig. Morgen versammeln wir uns alle voll um. Doch, nicht am 13., schon am 8. ist schon das Festival des Eises. Wir möchten ein so die Ja, Mittagessen. Mann, da kann ich angeln. Von 9 bis 14 Uhr, wenn du mitmachen willst. Okay. Was kriegt man da? Ich glaube, Geld. Was beim ersten Mal auch? Ja, ich glaube, ja. Aber ich kriege beim ersten Mal noch mal was anderes. Ich weiß es doch nicht. Heute ist durchschnittliches Glück und wir gehen mal zu dem Händler. Auch wenn wir uns das Geld sparen wollen, gehen wir trotzdem gucken. Okay, es reicht. Es ist eigentlich keine Mitsingmusik. Es ist eine Genießmusik.
Verwitterter Boden für 300. Sehr gut. Irgendeine Baumfrucht? Nein, eine seltene Saat und ein Pfirsichsetzling. Die seltene Saat für 800 werde ich definitiv kaufen. Verdammt. Was? Es sind mehrere seltene Saaten. Fünf seltene Saaten für 800 je. Sorry, das sind 4000, aber kannst du ruhig kaufen gehen. Verdammt nochmal, wir brauchen endlich diese blöde Baumfrucht. Das stimmt. Aber wir haben gerade für 8000 10 Saaten gekauft, die jede mindestens 3000 wert sind. Also 30.000 mindestens rausbekommen. Das ist zwar langfristig gedacht, weil wir die erst im Herbst dann wahrscheinlich verkaufen werden. Noch ein verlorenes Buch, Mensch. Ja, ich weiß nicht, wer die ganzen Bücher hier verliert. Was ist denn los mit den Leuten? Oh shit, Was denn? Crabpots. Ich gehe Crabpotten. Normalerweise kannst du gerade an denen vorbeigehen und dabei immer dann A drücken, wenn du vor einem stehst. Das heißt, du musst gar nicht zu denen runtergucken. Aber dann sammle ich vielleicht mal einen auf, Du oder? darfst halt nicht wie irre A spammen und musst in einem Rhythmus A drücken immer, wenn du soweit bist. Ja. Zumindest auf der Switch geht das. Ich schau mal. Wir werden so viel Quarz haben. Ich habe einen aufgesammelt. Ich mache das nicht so, das ist Kacke. Ich habe noch einen aufgesammelt. Spiel. Geht ganz gut sogar. Du musst den. Spielst du mit Controller, ne? Ja. Probier mal den D-Stick aus, dabei. Das D-Pad dazu aus. Ja, bin ich Beim so. Laufen. Okay, dann geht's, ja. Ja, das ist ein bisschen. Musst du einmal erstmal den Rhythmus raus haben, dann geht das auch. Sagt er und sammelt schon wieder eins rein. Ja, ich stell gleich wieder hin. Alles gut. Finde die vier Stellen. Ich bin schon wieder durch das halbe Level 4 dadurch. Und ich feiere, dass wir gerade für so wenig Geld, auch wenn wir jetzt wieder Geld ausgegeben haben, für so wenig Geld einfach gerade diese Samen bekommen haben. Weil dafür hätten wir sonst mindestens 10.000 ausgeben müssen, also 2.000 gespart. Und vor allen Dingen in der Menge, die zu bekommen ist, halt super gut da. Das sind 32, die wir jetzt schon haben zum Starten, zum Vermehren dann. Oh ja, wir haben jetzt schon über 350 Fische. Hallihallo, Suki. Hey Suki, na? Ich hatte noch zwei Also, CDs rumschleppen. ja. Da unten hast du über 350 Fische. Ja. Und wir haben hier oben auch noch einige. Hier oben haben Echt, wir, haben wir? ja, 47 Flusskrebse, 27 Strandschnecken, 35 Schnecken. Also wir kommen ja auch nochmal auf knapp 100. Ciao. Ciao, mit V. Achso, ich wollte angeln gehen, dass mich hier nicht angeln. Neues Ich sag Buch, halt. ja, Katzen, lass mich. Hier sind gerade so viele Artefakt, Flecken. Spots, Punkte. Hey, 18 Fackeln. Ja, die kannst du verkaufen für 18 Gold. Ich sammle noch ein bisschen. Ja. So mache ich das in Golden Sun immer. Da sammle ich immer die Spieletickets, weil sie einfach unglaublich unnütz sind. Aber die kann man für 7 Geld verkaufen. Für 7 Münzen.
Ich finde es schön, bei Golden Sun heißt es wirklich Münzen. Das muss man sich vorstellen, die schleppen alle diese Münzen mit sich rum. Geoden aufbrechen. Eisenbahn. Au, ich habe mir gerade die Knie eingehauen. Wenn wir so viel Crabbots haben, werde ich mal unten noch ein paar mehr Recycling-Maschinen hinstellen. Sonst stehe ich immer den ganzen Tag da und recycle Zeug. Das ist zwar gut für die Umwelt, aber ich kann das halt auch schneller haben. Das stimmt. Und Steine haben wir ja genug und Holz kriegen wir auch ran. Sugi, wie geht's dir? Wir haben gerade über dich geredet. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ob du mir am Mittwoch, wenn auch über Ferndiagnose nur, Beihilfe sozusagen nur, deinen Herrn Vardrak ausleihst. Damit wir neue Folgen aufnehmen können. Chris wird sich sehr darüber freuen. Neue Belohnung. Less Shards. Eben ging es dir noch gut, das ist gut. Es kann dir auch weiter gut gehen, wir reden nichts Schlechtes. Dum, dum. Da-dam, ba-dam, bam, ba-dam, bam. Belohnung abholen. Faultier-Skelett. Was ist das bei der Belohnung? Faultier-Skelett und ein Flötenblock. Ich wusste nicht, ob das der einzige Tag ist, wo du ihn nur für dich hast. Das habe ich nicht gewusst. Du darfst auch super gerne dazukommen zum Streaming. Außerdem hast du ihn jetzt am Donnerstag für dich dann. Also vielleicht nicht den ganzen Tag, aber... Wir fahren zur Familie. Oh. Zu welcher Familie? Zu deiner Familie? Zu meiner, ja. Ah. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Gemwald. Bitte bring Ahornsirup. Okay. Mach ich. So, wir haben jetzt, glaube ich, 20. Das heißt, du bist das Wochenende gar nicht da. Ich bin das Wochenende nicht da, nein. Ja, dann... Ha, ich habe einen goldenen Louis bekommen. Das klingt pervers. Aber okay. Nein, Suki, aber ich würde mich super freuen. Und auch wenn du vielleicht dabei bist, schade, dass du das Spiel selbst nicht für den PC hast. Sonst könntest du einfach mit uns mitspielen. Und eine merkwürdige Puppe habe ich bekommen. Mal schauen. Vielleicht kann ich sie überreden, dass sie noch ein Bild mit... hier mitquatscht. Ja, das wäre super cool. Nee. Stumm anfeuern. Aber Suki, wir wollen dich doch hören. Wenn sie nicht will. Suki, du musst wissen, hübsche Frauen steigern immer die, wie heißt das, Einschaltquote. Ja, aber nur, wenn man die hübschen Frauen sieht und das werde nur ich haben. Und ich kann nur einmal einschalten. Na siehst du, hey, Meistonym, sehr schön. Ja, aber dann schaltest du ein, das ist doch gut. Dann merkt man doch, seltsame Notiz. Ah, okay. Bringe Ahornsirup in den Gemwald. Okay. Ist schon wieder der zweite Tag eigentlich, oder? Ja, ist schon wieder. Ich hab Sachen verkauft, ziemlich sicher. Gehimmelwald, wo ist denn der Gehimmelwald? Der Gehimmelwald. Der weiß nicht, wo der Gehimmelwald ist? Nee, wo ist denn der? Das ist der geheime Wald. Yeah. Eisen. Hab ich was verkauft? Hab ich nichts verkauft? Ich schmeiß noch was in die Truhe. Einfach auch. Ich hab was zu verkaufen. Das hab ich zu verkaufen. Das zu verkaufen. Die werde ich nicht verkaufen. Die Sache werde ich verkaufen. Zwergenschriftrollen brauchen wir übrigens nicht mehr. Ja, die bringen aber trotzdem nur irgendwie ein oder zwei Geld. Ja, aber du hast sie in die Wegbringkiste gepackt.
Ja, vielleicht kannst du ihm einen Zwerg ins Gesicht drücken. Der freut sich Der drüber. freut sich nicht darüber. Ich glaube, der will die wirklich nicht haben. Nee, da war noch Holz. Na doch, der Zwerg freut sich über Zwergenzeug. Oh. Ich dachte irgendwie nicht, dass er sich über die Schriftrolle auch freut. Wieso sind da oben Pilze drin? Die Pilze kommen unten in die Winterkiste. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sehe dich nicht. In der Rohstoffkiste sind Pilze drin. Hast du da Pilze reingeschmissen? Ach so, in der Rohstoffkiste? Stimmt. Da, wo die Baurohstoffe sind. Ja, warum sind da... Wahrscheinlich sind die schon sehr lange da. Ich habe gerade überlegt, wo bist du, aber du schaust ja den Stream zu. Ja, ich schaue den Stream zu. Maestonym, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Miau. Miau. Miauts, genau. Das mache ich erstmal da rein, das mache ich erstmal da rein, das mache ich erstmal da rein. Und den Rest trage ich mit mir rum. Damit gehe ich ins Bett. Ja, genau, klar. Ist doch logisch. 7. Tag im Winter. Warum haben wir denn so viel für die Hofarbeit bekommen? Was haben wir denn verkauft? Ich hätte den ganzen Käse und die Mayonnaise verkauft, die wir dann kriegen. Käse und Mayonnaise. Das, ist schon der zweite Tag? Ja. Ja, genau. Ja, stimmt. Nicht. Erstmal war es das nämlich für heute. Ich war schon ganz durcheinander, aber das stimmt, das war es ja für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ich war so schnell.